Also Bildung kostet Geld, aber es gibt eine gewisse Unwucht zwischen den staatlichen Schulen und den Schulen in freier Trägerschaft. Gehen wir diese Frage doch gleich mal an Christian Tischner weiter, den bildungspolitischen Sprecher. Sollten die Schulen in freier Trägerschaft dieselbe Finanzierung bekommen oder dieselbe finanzielle Ausstattung wie die Schulen staatlich, die staatlich gefördert werden? Ja, wir haben es ja eben im Interview in den Beiträgen gehört, dass Bildungspolitik Zukunftspolitik ist. Und es ist wichtig, dass wir die freien Schulen ordentlich und auskömmlich finanzieren. Wir haben ja dieses Thema freie Schulen im Landtag im Grunde seit über einem Jahr auf dem Tisch. Es ist voriges Jahr vom Verfassungsgericht festgestellt worden, dass die Finanzierung der freien Schulen in Thüringen nicht transparent genug und nicht auskömmlich genug funktioniert. Und so haben wir als CDU als erstes im Grunde einen Gesetzesentwurf uns mit diesem Thema auch beschäftigt, um den Schulen in freier Trägerschaft auch Planungssicherheit zu geben. Wir haben ein Modell entwickelt, das im Grunde für die freien Schulen eine verlässliche Finanzierung, eine transparente Finanzierung gewährleistet. Und was wir da momentan von der Landesregierung erleben, ist sehr traurig, denn es ist im Grunde jetzt so, dass seit Ende März die Schulen in freier Trägerschaft auf keiner rechtlichen Grundlage ihre finanziellen Berechnungen machen können. Denn bis dahin sollte eigentlich das Gesetz überarbeitet werden. Nun ist es so, dass scheinbar nach der Sommerpause vielleicht die freien Schulen, kann Herr Weinrich dann schon noch einiges dazu sagen, wissen, mit wie viel Geld sie in den nächsten Jahren auskommen können. Was man so hört, ist eine Riesenstreiterei innerhalb der Koalition. Es wird davon 2% gesprochen, mal von 0,25% jährlichen Steigerungen. Wir haben ein eigenes Modell vorgeschlagen. Wir gehen davon aus, dass die freien Schulen jährlich eine Steigerung von 3% in ihrem Finanzierungsmodell bekommen sollen. Wie kommen wir auf die 3%? Die 3% sind, glaube ich, deswegen notwendig, weil jährlich wir natürlich Personalkostensteigerungen, wir haben jährlich Sachkostensteigerungen. Und diese Steigerungen im Kostenbereich erleben wir ja auch bei den staatlichen Schulen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die freien und die staatlichen Schulen nicht voneinander abkoppeln. Und es ist natürlich, wie Sie fragen, nicht so, dass die freien Schulen genauso durchfinanziert werden wie die staatlichen Schulen. Denn es ist ein Drei-Säulen-Modell. Es gibt den staatlichen Zuschuss, es gibt den großen Zuschuss der Träger und es gibt auch den sehr großen Zuschuss der Elternbeiträge. Und in der Hinsicht ist es wichtig, dass der Staat einen guten Beitrag leistet, einen verlässlichen, einen starken Beitrag. Aber im Grunde die anderen beiden Säulen auch nicht ganz alleine lässt. Fragen wir doch gleich mal nach, Herr Tischner, ob die 0,25 bis 3% dem Herrn Weinrich am Ende reichen als Finanzierung und staatlichen Zuschuss für die Schulen freier Trägerschaft. Die reichen nicht, die 0,25%. Das war der erste Entwurf, den die rot-rot-grüne Landesregierung vorgelegt hat. Das hat uns als freie Schulträger sehr enttäuscht. Und wir hoffen, dass sich diese Zahl ändern wird. Wir haben uns sehr gefreut über die 3%-Vorschlag der CDU-Fraktion in ihrem Entwurf. Die freien Schulen sind ein Schatz für Thüringen. Es sind immerhin 10% der Schüler in Thüringen, die in allgemeinbildenden Schulen, in Förderschulen, berufsbildenden Schulen die Schullandschaft bereichern. Und die Resonanz bei den freien Schulen, bei den Eltern, Schülern ist so groß, es wäre, glaube ich, ein falsches Signal, diese freien Schulen nicht weiter angemessen zu fördern. Nochmal 0,25 Steigerungssatz ist nicht akzeptabel. Wir haben immer dafür plädiert, einen Steigerungssatz zwischen 2% und 3%. Das wäre angemessen und würde auch die Lohnentwicklung an freien Schulen auch abbilden. Ich muss noch dazu sagen, freie Schulen haben immer einen Eigenanteil zu bringen durch Schulgeld der Eltern. Aber auch die Träger müssen immer einen Eigenanteil bringen. Das ist immer mit im Blick. Aber es darf sich nicht abkoppeln, die Entwicklung der freien Schulen. Man muss hier auch eine angemessene, transparente und berechenbare Förderung auf den Weg bringen. Das erwarte ich jetzt auch von der Landesregierung, dass hier endlich ein Schritt erfolgt, dass wir hier weiterkommen und sich letztlich das Parlament dann auch mit einem
Entwurf bzw. mit beiden Entwürfen befassen kann, damit wir auch zu einem Gesetzentwurf kommen, der dann auch verabschiedet wird und eine Rechtsgrundlage für die freien Schulen bildet. Als wir dieses Thema angekündigt haben im Netz, um das es heute Abend hier geht, und gesagt haben, da geht es unter anderem um die Bildung, um dieses Thema, was wir gerade angeschnitten haben, da war die zweite Wortmeldung gewesen, die kam von Herrn Schneider in die Runde. Er sagt, Vielfalt und Freiheit haben auch verhängnisvolle Folgen fürs Bildungsniveau von Schülern und Studenten. Er plädiert für ein einheitliches Schulsystem. Mike Moring, wie ist Ihr Standpunkt zu dieser These? Ich kenne ja Herrn Schneider nicht und weiß ja gar nicht, in welchem Zusammenhang er das für sich vorschlägt, aber wir haben eine klare Position, wir halten das für falsch, dass es ein einheitliches Schulsystem gibt, eine Schule für alle, ist mit Sicherheit nicht die richtige Antwort auf die Vielfalt des Lebens, auf die Einzigartigkeit jedes Menschen und auf seine besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten, auf seine Stärken und Schwächen. Und deswegen braucht es die richtige Schule für jeden, eine Vielfalt an staatlichen Schulen. Die wird auch erst ermöglicht, auch durch freie Schulen und aber auch durch unterschiedliche Angebote an Regelschulausbildung, an gymnasialer Ausbildung, aber auch an Förderschulen. All das macht Schulsystem erst aus. Und für diese Vielfalt stehen wir auch. Und ich weiß, dass es im politischen Geschäft auch andere gibt, die sagen, alle in eine Schule, alle in einen Topf, alle gleichförmig rauskommen. Ich glaube, das ist nicht ganz lebensnah. Aber manchmal ist es auch ganz gut in der Politik, wenn es unterschiedliche Ansätze gibt, kann man auch besser darum werben. Wir stehen jedenfalls für den Ansatz, der das Kind im Mittelpunkt nimmt und nicht so Sachen eine staatliche Ideologie von oben verordnet. Ich frage mal so in die Runde hier rein, gibt es einen Verfechter der Einheitsschule oder können wir das Thema damit abschließen? Ich hoffe nicht. Das nehme ich mal vorweg, ich bin der Fraktionschef, ich hoffe nicht, dass es jemanden gibt. Aber Herr Richter gehört ja nicht Ihrer Fraktion an, von daher. Das könnte man ja ändern, Herr Richter. Also wir sehen in der Wirtschaft, ist die entscheidende Frage, mit welchem Niveau, Bildungsniveau Absolventen oder die Schulabgänger in eine Lehre gehen. Und das ist sehr unterschiedlich. Und wenn 10% in privater Schule ihre Grundlagenausbildung erfahren, Mathematik, Rechnen, Schreiben, Lesen können, dann ist das eine wichtige Ausgangsposition, dass da eine Qualität herrscht. Und ich meine, die privaten Schulen tragen ja für Wettbewerb bei. Und Wettbewerb ist nicht schadhaft, wenn es darum geht, gute Ergebnisse zu erreichen. Und wenn 10% der Schüler von ihren Eltern in private Schulen geschickt werden, muss man mal drüber nachdenken, ob es da nicht auch in den staatlichen Schulen was zu verbessern gibt. Aber Planungssicherheit in den privaten Schulen ist die Grundlage, damit Lehrer ordentlich bezahlt werden, dass die Klassenbildung ist und dass ich auch eine Struktur vorhalte, damit die Kinder, um die geht es ja am Ende, eine ordentliche Schulbildung erfahren.